Nun haben wir eine homogene Konsistenz erreicht. Der Deckel wird wieder durch leichte Rotationsbewegungen gelöst und das Ethos wird gegen eine sterile Gase gepresst. Dadurch wird überschüssige Flüssigkeit herausgepresst und wir können die gewünschte Konsistenz steuern. Für eine trockene Anmischung wird relativ fest gedrückt. Nun habe ich in der Spritze eine ideale Konsistenz, zum Beispiel für einen lateralen Aufbau oder um den letzten Teil bei Socketkraft aufzufüllen.